Zwischen Cerro El Mero und seinem ehemaligen Labelboss Xatar scheint die Stimmung alles andere als gut zu sein. Und Bushido und Finch fronten sich gegenseitig. Let's go. Cerro El Mero konnte vor einigen Jahren durch Insta-Videos erste Bekanntheit erlangen und landete daraufhin recht schnell an der Seite von Xatar und veröffentlichte hier dann über Groove Attack Tracks 2019 sein Debütalbum Babyface Flow. Xatar war zu dieser Zeit sowieso jemand, der mit Mero und Co. ein Händchen für den Newcomer bewies und auf dem Deutschrap-Transfermarkt ordentlich aktiv war. Mit der Zeit kam dann auch dieses ganze Ding rund um Goldmann, was wie der absolute Großangriff von Xatar auf die Musikindustrie wirkte, mit zahlreichen verschiedenen Künstlern und so weiter, schlussendlich aber wohl in die Hose ging, denn Mitte, Ende letzten Jahres wurde bekannt gegeben, dass die Entertainment-Gruppe Goldmann insolvent ist. Bereits ein Jahr zuvor, Mitte 2022, hatte sich Cerro El Mero von Xatar losgesagt. Damals klang es von Seiten Cerro El Mero aber nach einer Trennung im Guten. Wenn er damals beispielsweise schrieb, Xatar und ich könnten ein Buch schreiben, aber versuche mich kurz zu halten. Danke für dein Vertrauen. Wir haben abgeliefert. Ob die Leute wollen oder nicht, wir haben rasiert. Oder auch, wir bleiben Familie, auch wenn jeder seinen eigenen Weg geht. Love you, Uncle. Du weißt, ich bin da, wenn was ist. Nun aber scheint es ganz so, dass vielleicht rund um diese ganze Insolvenzstory da doch einiges in Schieflage geraten sein könnte. Und parallel dazu streiten sich auch noch Bushido und Finch öffentlich. Aber erstmal. Eiweißshakes, Booster, Proteinriegel, Proteinnudeln, Bullgainer, Sleep and Relax, Haargel, Colonia, Taschen und. Den guten Stuff gibt's bei SEC Plus. Und mit dem Code RAP10 gibt's auch noch 10% Rabatt. Vor kurzem war Cerro El Mero zu Gast bei Gazi im Livestream und als es dann dort auch um Xatar ging, kommt von Cerro El Mero direkt eine ziemlich überraschende Aussage. Und irgendwie habe ich durch Uppercuts Umwege mitbekommen, dass die Beziehung nicht mehr so ist, wie sie war mit dem Onkel Xatar. Onkel, sagst du? Onkel? Ja, ne, wir sagen alle Onkel. Ja, ne, viele Neffen warten auf das Geld von Onkel. Ich? Scheinbar sind da also noch Gelder offen, welche Xatar laut Cerro El Mero ihm geben müsse, aber damit noch nicht genug, denn Cerro El Mero beginnt auch ein klein wenig gegen seinen ehemaligen Labelboss zu sticheln, wenn er über dessen Insolvenz redet und sagt, Xatar kenne sich ja auch gut mit Köftespießen aus, Cerro El Mero könne Xatar einen Job in seiner Pizzeria anbieten. Dies alles passiert immer mit so einem leicht giftigen Blick, sagen wir mal, da herrscht offenbar schon so ein bisschen Groll, auch wenn Cerro El Mero betont, zwischen ihm und Xatar sei ja alles gut, immerhin würde er ihm ja einen Job anbieten. Im Laufe des Gesprächs kommt Cerro El Mero dann aber auch auf die Gründe für diesen vermeintlichen Groll zu sprechen und erzählt, anfangs sei dabei Xatar noch alles gut gelaufen, als er nur mit Groove Attack und Alles oder Nichts gearbeitet habe, als dann aber irgendwann das ganze Goldmann-Ding gekommen sei, habe es sich verändert. Die Leute, die dort an und mit den Künstlern gearbeitet hätten, seien einfach nicht mehr hinterhergekommen. Es habe zu viele Signings gegeben und so habe er dann einfach die Leute nicht mehr erreichen können, mit denen er hätte arbeiten müssen. Die Manager hätten nicht gut gearbeitet, es sei einfach nichts vorangegangen und er habe dann deswegen 9 Monate keine Musik rausbringen können. Dies habe laut Cerro El Mero seiner Karriere wohl schon geschadet und daher rührt dann wohl auch dieser Groll. Gemeinsam mit den offenen Geldern halt. Xatar hat sich noch nicht dazu geäußert. Und damit kommen wir direkt zu Finch, ehemals Asozial, und Bushido. Dass die beiden nicht unbedingt beste Freunde sind, konnte man bereits Ende 2021 erahnen, als Finch aus dem Nix auf Instagram-Story-Basis raushaute, dass Bushido für ihn ein berechnender Mensch sei, dem man nicht trauen könne. Das war damals so rund um diese Bushido-Doku und Dinger bei RTL und so weiter. Nun springen wir in die Gegenwart und hier geht gerade eine Spiegel-TV-Doku über den Anzeigenhauptmeister viral. Finch wiederum hatte wohl irgendwas gepostet. Auf jeden Fall hatte daraufhin angeblich der Anzeigenhauptmeister Finch wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes angezeigt. So zumindest zeigte es einen Chatverlauf, welchen Finch in einem TikTok-Video zeigte. Passend dazu, dass Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes auch das war, weshalb Arafat im Bushido-Prozess verurteilt wurde, postete Bushido eine Bildschlagzeile über die Anzeige gegen Finch auf Twitter und schrieb hierzu Hero. Wohlbezogen auf den Anzeigenhauptmeister und wegen der Anzeige gegen Finch. Finch wiederum postete einen Screenshot dieses Tweets in seine Story mit dem Zusatz Petze plus Petze Herz-Emoji. Parallel dazu arbeitet Finch offenbar an einem Song, welcher diesen Anzeigenhauptmeister zum Thema haben soll und postete hiervon auch ein Instagram-Reel. Dieses repostete jemand auf Twitter und beschuldigte Finch immer nur nach unten auf die Schwachen zu treten.
Bushido antwortete auf diesen Tweet und schrieb: Schmutz, der Typ, wohl auf Finch bezogen, wovon Finch dann auch dieses Mal einen Screenshot in seiner Story postete und schrieb: Midlife Crisis, Herzaugen-Emoji. Da geht's ein bisschen ab. Mal schauen, was in den nächsten Tagen da noch so passiert. Ich denke mal, vielleicht ein bisschen was, vielleicht auch nichts. Bis dahin, haut rein.